Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. So, guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich begrüße alle zum zweiten Abend in dieser Ausstellung. Texte und Musik von und zu Ulrich Zieger in Anwesenheit einer Figur. Ein Abend, der von wirklich engen Freundinnen und Freunden Ulrich Ziegers gestaltet wird. Ich möchte Ihnen kurz die aktiven Künstler des heutigen Abends in der Reihe ihres Auftretens vorstellen. Als erstes hören wir Guy Renaud, Sängerin aus Montpellier, die Ulrich Zieger in seinem letzten Jahr begegnete. Sie hat eine Reihe von Gedichten vertont und tritt heute Abend zusammen mit ihrer Begleitung, dem Musiker Marc Bissini, auf. Anschließend liest Christine Schulz, Autorin, Herausgeberin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität, Texte von Zieger. Sie arbeitete als Studentin erst theoretisch über Ulrich Ziegers Theaterarbeiten und lernte ihn dadurch auch persönlich kennen. Danach machen wir eine kurze Pause von 15 Minuten, bauen ein bisschen um. Dann nach der Pause lesen Gabriele Hähnel und als eine männliche Stimme Knut Hirche, ich kriege immer das Hirche, bei Albrecht Hirche habe ich schon das Problem, dass ich immer auf Kirsche komme und Hirsche. Jetzt kriegst du, ja, hier bei Knut Hirche. Hirche, Hirche. Aber in diesem Fall als männliche Stimme Knut Hirche, als Sprecher der Gedichte. Die beiden Künstler stellen Texte aus dem ersten veröffentlichten Gedichtband Ulrich Ziegers 1965 in den Mittelpunkt ihres Beitrags. Gabriele Hähnel, Gründungsmitglied der freien Theatergruppe Zinnober in Ost-Berlin, arbeitet als freischaffende Regisseurin und Autorin. Sie begegnete Ulrich Zieger in den frühen 80er Jahren, daraus entwickelte sich Freundschaft und gemeinsame Arbeit. Den Abschluss des Abends bildet die Zusammenarbeit von Werner Henrich und Andreas Pichler. Werner Henrich, früher Freund und Vertrauter von Ulrich Zieger, ist Schauspieler unter anderem bei der freien Theatergruppe Zinnober und in dessen Folgeprojekt Theater UN. Andreas Pichler, Musiker, Schlagzeuger, begleitet den heutigen Auftritt von Werner Henrich. Nicht zuletzt möchte ich Schnock vorstellen. Schnock, von Beruf Schreiner, kam in Zusammenhang mit der geplanten Aufführung des Theaters Zinnober vom Sommernachtstraum in die Welt. Ulrich Zieger schnitzte und baute die Figur 1988. In dem Gedicht von Pinocchio lässt Zieger Pinocchio sagen: Warum, mein Vater, hast du mich geschnitzt aus einem Scheit, nur dass mich ihre Opferpriester auf ein Fleischkreuz nageln? Du hättest ein Freudenfeuer entfachen und einen behaglichen Tag in der Welt haben sollen. In Liebe, dein Sohn. Das war ein erster Ausschnitt eines Textes von Ulrich Zieger. Weitere Texte werden jetzt folgen. In Anwesenheit einer Figur. Ich kann mich kommentieren und damals als junger Student fand ich keinen einzigen der vorgeschlagenen. Fing an, las einen, weiß nicht mehr wer, las mich nicht fest. Kriegte dann immer während der Hanglage in die Hände, las auf der ersten Seite als Regieanweisung: Das Anliegen des Stückes ist nicht die Chronologie, wichtig ist lediglich das Absinken der Raumtemperatur während der Aufführung. Das hat mich irritiert, das habe ich sowas noch nie vorher gelesen. Dann waren Schauspieler angegeben, die Rollen spielen sollten, wie der Engel, die Frau, der Kapo-Roboter, ein Bergen-Belsen-Roboter, die Hanna-Frau im Nylonmantel, Passantin, Irrlichter, Einäugige, Kindpuppen, Jochen in den Zähnen. Also es war alles so ungewöhnlich, dass ich dachte, das muss was sein. Und dann ging es los mit der ersten Szene, die lese ich jetzt auch hier, einfach um mal so einen Eindruck zu kriegen einer anderen Sprache, wenn ich da überrascht hatte. Ich hoffe mal, von da an wirklich über diesen Autor muss ich schreiben, und so kam mein Porträt zustande.
Also war dann die erste Szene aus Die Sonne ist blau. Jochen, Kindgruppe 1. Kindgruppe 1. Hier ist still. Die Vögel hängen nach unten. So weihnachtlich. Als wie ein Tropfen rotes Blut auf eine weiße Feder. Wie du mich anfasst, stirbt die Hand mir ab. Sei doch nicht so beleidigt gleich. Jochen, komm, ich muss dir etwas sagen. Hör mir doch zu, sonst sag ich's nicht. Ich hab die Nacht ein Feuchtel in meinen Schlafanzug gehabt. Mein erstes Feuchtel. Jetzt bin ich kein Kind mehr, Jochen. Früher oder später werde ich eine Frau sein. Doch, wie die Frau Mutter. Dann kann ich dich verlassen und zum Charité gehen. Jochen, willst du denn ins Charité? Kindgruppe 1. Oder heiraten, Jochen. Heiraten. Dich. Jochen. Gleich schlägt Sex. Ist alles aus der Langeweile, dass du sagst. Aber wenn Sex schlägt und du ziehst gerade dein Gesicht, wenn Sex schlägt, dann bleibt so. So wie du es gezogen hast, so bleibt's. Du sollst jetzt nicht niesen. Es erklingt das jubilate Leo von Giovanni Gabrieli. Die Figur der Innenhöfe wird hereingefahren. Naturalismus der 50er, 60er und der 80er Jahre. Innenhof. Deine Jugend war der Beginn meiner Hautwucherungen, die vollkommene Stille der Nächte, das Versagen meines Schließmuskels, meine Kahlköpfigkeit, meine Blindheit. Ich bin nicht gekommen, dir das zu sagen. Du lebst. Man sagte mir, du seist verstorben. Ich habe dir keinen Vorwurf zu machen. Ich lernte, mich auf meine Hände zu verlassen, nachdem mir die Füße amputiert worden waren. Meine erstaunlichen Hände. Sieh dir meine Fingerspitzen an. Sie sind empfindlich wie Insekten, wie Fledermäuse. Ich bin sehr geschickt. Ich muss dich nicht einmal berühren, um deine Anwesenheit zu erfahren. Deine Kurven, deine Zögern im Traum. Du bist noch immer so scheu. Vielleicht willst du mir etwas antun, mich erwürgen. Merkst du, wie ich dich nach all der Zeit verdächtige? Ein Messer werden sie dir nicht belassen haben, mein Revolver. Eine Peitsche. Haben sie dir eine Peitsche gelassen? Nein, das würdest du nicht wagen. Wir sind aus dem Blut einer Mutter. Schuhbänder, Schnürsenkel. Nein, kannst du dich entsinnen? Die Tundra, die Schneefelder, die Vegetation. Unser spärlicher Bartwuchs dagegen. Ich, die Hasenschaufel im Fluss. Ich sehe alles vor mir. Meine tote Netzhaut. Der riesige Säuglingskopf ohne Pupille. Nein, ich konnte nicht schwimmen. Nein, ich konnte nicht ertrinken. Wenn du dir vorstellen könntest, was hinter meinen Augen stattfindet. Du kommst auf mich zu. Ich liege auf dem Rücken. Ich weiß schon, du musst dich nicht verstellen. Du hast das Mädchen in den Fluss gestoßen. Ich rieche deine Haut, deinen Nacken. Sie rasierten uns damals den Nacken aus. Weißt du das noch? Ritsch, Ratsch. Du trägst ihren Geruch. Eine Fackel aus Wasser. Bist du der rotrige Fluss? Ist dieses Schiff ihre Seele? Ich umarme eine Leiche, wenn ich dich umarme. Sie graben dich ein. Ich bin bei dir, ich folge dir. Vorbei an den Zementmischanlagen, an den Bauunterkünften. Spürst du mich? Die Männer sind weitergezogen. Sie werden zurückkommen. Jetzt bin ich deine Stimme. Der trockene Speichel am Mundwinkel. Der Stein, der dein Gesicht bedeckt. Du kommst wieder. Du trittst an mein Gatter. Du wischst mir den Staub von der Stirn, die Tränen von den Füßen. Ich sterbe in dir in der Leiche des Mädchens. Sie winkt mir vom Bahndamm. Ich stehe hinter der Glasscheibe, das Telefon. Sie ist weg. Der Rangierbahnhof. Gleise. Ich kann sie nicht lesen. Wann hast du dich mir entzogen? Mich allein gelassen? Ich bin nicht gekommen, dir das zu sagen. Ja, und so geht das Stück weiter. Sie haben sich nicht vorstellen können, und ihr kennt es auch. Jetzt den Anfang aus, ja, vielleicht einem meiner Lieblingstexte von Ulrich, aus dem Zweifel von Dreier Dichter. Zwei Briefe. Mittelteil. Wir haben die Pflicht erledigt, die Papiere verwahrt, die handschriftlichen Anweisungen, soweit lesbar, abgeschrieben und den Heften beigefügt. Wir sind durch das vergeblichste aller Gefühle, das der Trauer, hindurchgegangen. Und wir können inzwischen von gar nichts anderem mehr sprechen, als von dem äußerst zweifelhaften Ruhm jener drei Dichter.
denen zu begegnen und die zu verehrigen uns aufgetragen haben. Wir sind satt vom Tod. Das Jahr hat schlecht begonnen und es sollte nur immer noch schlechter werden. Der letzte der drei, Willard Lund, würde doch die Züge des Erkennbaren tragen, wenn ein Ereigniswolke seine Gruft zerstören sollte. Es muss bald wieder einmal eine gute Nachricht bei uns reingehen, sonst glauben wir hier oben auf Amit zuletzt noch, dass die Welt, aus der auch ihr uns nur so selten ein Zeichen heraufschickt, längst zerbrochen ist. Das Ende des Briefes. Wir haben die drei Grabstätten besucht. Ihr werdet, wenn ihr das nächste Mal hinuntergeht, Einpflanzungen vorfinden. Verändert nichts, das haben wir so angelegt. Wir haben für die Pflanzung Hirtentäsche, Schachtelhalme und eine dunkle Aster an den Glauben ausgewählt, damit jedem der drei eine Entsprechung, eine Konterung und einen Hinweis darauf zu geben, dass wir auch weiterhin gegenüber vielen von dem, was sie uns hinterlassen haben, tiefe Befürchtungen hegen. Es sind, wie ihr festgestellt habt, diese drei Dichter von wirklich zweifelhaften Ruhm. Man spricht jetzt über sie hier unten. Seid nicht betrübt, dass wir während unseres Kurzaufenthaltes in der Nähe von Amit nicht bei euch hereingeschaut haben. Aber wir hatten den Wagen, in dem wir schließlich oben waren, nur für wenige Stunden geliehen und waren überhaupt nicht in der besten Laune für einen Besuch. Schon seit längerem nicht mehr. Das nächste Mal kommen wir dann sicher wieder auf ein paar gute Worte und einen Kaffee zu euch ins Haus. Habt vor als Dank für eure Mühen. Und vielleicht um einen Eindruck zu kriegen, jene, die das nach dem Text nicht kennen, einen Text von Andreas Luzione zugeben, diesen Band, den ich aber ja, sehr schätze und der finde ich viel über Uli erzählt. Es ist die Geschichte dreier Dichter, die der Tod nicht weiter in die Poesie treiben konnte, als sie es selbst verantworten wollten. Es ist ein Gedenkbuch über das Gehen, über das Nicht-vom-Fleck-Kommen, das Verschwundensein und das Zurückbleiben. Es ist in eine Sprache geschrieben, die so alt zu sein scheint wie die Zeit, da die alte Welt nach allen Seiten hin aufbrach und das Meer die Fantasie der Männer mit schwindenden Tiefen füllte. Tiefen, die oft ein Schiffbruch nur begründete. Es ist die fiktive Chronik dreier Dichter, die sich wortüber in die schwarze Symmetrie der einheimischen, ausweislich deutschen Verhältnisse stürzten und mit einer unwiederbringlichen Ferne zur Gegenwart daraus hervorgingen. Es ist die Geschichte des Scheiterns an dieser Ferne, zu einer Zeit, wo sie der Unnahbarkeit der Gegenwart nichts mehr voraus hat, als die verratene Gewissheit, nicht von dieser oder jener Welt zu sein. Es ist die Legende von dem Amoklauf der Worte durch die Sackgassen einer bis zum letzten Freiraum geschlossenen Gesellschaft. Und es ist die Nachricht von der Entrückung dreier Gräber an das Herz des Lesers. Gräber, zu denen der Chronist mit sanften, zum Gedächtnis entschlossenen Sätzen pilgert, wie um sich noch lange zu verneigen und seine Schuldigkeit zu tun. Jetzt nicht erzeugt Licht aus Atelier die Werkstatt, den vorletzten Moment, glaube ich. Also jetzt kalendarische Verschiebung. Mein Jahr ist zu Ende. Ich zähle nicht so, wie man landläufig zählt. Es war manches zu tun. Eingebettet in zähes und rasselndes Warten. Ich war Bote, Kurier, ich war zwischen den Sprachen, die eine nur sind. Babylon ist ein zweckvolles, plapperndes Märchen. War groß und war elend. Die Zeit mit den Kindern war schön, in den Gärten, am Fluss, in den grünen und sonnendurchfluteten Tälern. Mein Jahr ist zu Ende. Das andere Jahr dauert an, doch ich ordne das Übrige. Bald muss ich samt meinem Schatten hinwegspringen. Das Fest
kalte Nacht seit vielen Monaten. Vom Feuer der gerösteten Kastanien, von Musik und Wein, ein bisschen rauchig, dunstig. Doch mein Geistesgegenwart wird immer schwächer. Mein Blick, der eines Fremden, eines wahnsinnigen Tieres. Wie lange noch werde ich dieses Leben, das ich wie ein Toter zu führen bestimmt scheine, so übers Herz bringen? Von Pinocchio habe ich ausgewählt, aber das hat schon Christian von Leipzig hier. Ja, aber nur die letzten vier Zeilen. Lies es mal ganz, das ist sehr schön. Ja. Schmock. Schnock. Von Pinocchio. Zuerst habe ich Freudenfeuer angezündet und versucht, die Nacht hindurch zu tanzen. Die Nacht aber endete nicht und das gab mir zu denken. Dann habe ich Briefe geschrieben und ausgesandt in die vier Winde. Doch waren die Adressaten verreist oder wussten nicht mehr, was ein Brief ist. Da ging ich zurück in die Stadt, wo ich wie ein Verstoßener lebte. Man hat mich gefoppt und bemitleidet. Irgendwie hat man mich für Orangutan gehalten. Wo kommen Sie denn her? Ja, leben Sie nicht auf dem Land? Nein, ich wohne im Haus nebenan und ich habe vielleicht einen Vorschlag für Sie. Die Schüler aber, Telefonnummern und Konten waren alle schon verteilt. Somit löste ich Schrecken aus, auch wenn ich vom Beruf nicht Landvermesser war. Menschen nannten mich einen Indianer und warfen mir vor, ich sei negativ eingestellt. Überall leben doch Chancen für mich, gestrandete Wale. Und ich müsse mich endlich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Da fragte ich, so wie die Wale an ihren Fontänen. Doch gab es jetzt keinen Humor mehr. Man muss es bekennen, er ist eine sehr schwache Kraft. So war ich in die Sümpfe geraten, mit meiner papierenden Schulmappe, meinem Vorschlag, meiner Zipfelmütze. Warum, mein Vater, hast du mich geschnitzt aus einem Scheit? Nur dass mich ihre Opferpriester auf ein Fleischkreuz nageln. Du hättest eine Freudenfeuer entfachen und einen behaglichen Tag in der Welt haben sollen. In Liebe, dein Sohn. Ja, aus 1965 lesen ja Gabi und Kinder. Schleimspur von der Erde.